Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Klassiker für die Brotzeit. Wir machen nämlich einen Eiersalat und das ist ein sehr, sehr einfaches und sehr leckeres Gericht. Und wie das funktioniert, das verrate ich euch jetzt. Für Eiersalat braucht man natürlich Eier, ganz klar. Sonst wäre es nur Salat und kein Eiersalat. Aber um die Eier zuzubereiten, habt ihr jetzt drei Möglichkeiten, denn wir brauchen hartgekochte Eier. Entweder ihr kocht die im Topf oder ihr kocht die im Thermomix oder ihr macht's wie ich und holt schon hartgekochte Eier im Supermarkt. Das gibt's nämlich auch. Wir machen es uns heute ein bisschen einfach. Wie man Eier im Thermomix kocht, das haben wir mal ausprobiert, auch in den verschiedenen Härtegraden. Schaut euch das mal an. Ich habe euch hier oben einen Link hingelegt. Draufklicken und dann könnt ihr gucken, wie man Eier im Thermomix macht. Ich habe jetzt, wie gesagt, hartgekochte Eier schon geholt. 8 Stück an der Zahl. Ihr müsst das Eiweiß vom Eigelb trennen. Ja? Und das ging mir heute einfach schneller, als wenn ich das jetzt abschrecken und abkühlen lasse und so weiter und so fort. Wie gesagt, selbstgekochte Eier kann man ja machen. Also legen wir los. Ich habe 125 Gramm Mayonnaise für euch vorbereitet. Auch hier könnt ihr selbstgemachte Mayonnaise nehmen, ganz klar. Aber ich habe die auch gekauft, bin ich ehrlich. Dann brauchen wir griechischen Joghurt. Das ist so ein ganz besonderer. Der schmeckt ein bisschen anders als der normale. Das sind 80 Gramm. Senf kommt noch rein und zwar ein halber Teelöffel. Das mache ich nach Augenmaß. Und die 8 Eigelbe, die kommen ebenfalls hinzu. Wir machen noch eine Prise Zucker dran. Sowie einen Spritzer Zitronensaft. Das Ganze wird jetzt vermengt. 5 Sekunden auf Stufe 4 und dann sind wir auch schon fast fertig. Denn das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Eiweiß hinzugeben und 3 Sekunden auf Stufe 3 miteinander zu vermischen, zu verkleinern. Das muss noch rein. Das Ganze sieht jetzt so aus, genauso wie es aussehen soll. Ihr könnt das natürlich noch mit etwas Pfeffer und Salz abschmecken. Jetzt mal schauen, ob da noch was dran muss. Ja, auf jeden Fall ein bisschen Salz. Kann ruhig ein bisschen mehr sein, soll ja was Herzhaftes sein. Und ein bisschen Pfeffer machen wir auch noch dran. Und hier habe ich noch einen halben Bund Schnittlauchröllchen. Den geben wir ebenfalls hinzu. Und das Ganze können wir jetzt einfach mit dem Spatel unterheben. Könnt ihr natürlich auch schon in der Schüssel machen. Aber das war auch eigentlich schon alles für unseren Eiersalat. Ich nehme mir da jetzt mal was raus, dass ihr mal seht, wie das auf dem Teller aussieht. Man kann das als Beilage essen, man kann das als Brotaufstrich vielleicht nehmen. Wie gesagt, ein Klassiker für die Brotzeit. Ich mache es mal raus, probiere und dann sage ich euch, wie es schmeckt. So, ich habe mir jetzt nur mal so ein kleines bisschen zum Probieren drauf gemacht. Den Rest nehme ich mit nach Hause. Und perfekt, also mit Schwarzbrot dazu kann ich mir das sehr, sehr lecker vorstellen. Auch zum Frühstück. Absolut einfaches Gericht, habt ihr gesehen. Sehr, sehr schnell gemacht. Ich glaube, das, was am längsten dauert, ist, wenn man die Eier kocht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.